Sind wir hier im Osten, ey? Hört hier jemand mit oder was? In der Bundesliga sind 15 Milliarden auf der Bank, bei mir 5 Euro. Super, Herr Spellinghaus, dass das heute geklappt hat. Ich freue mich sehr. Ja, komm, ist gut jetzt. Training läuft ja noch hier. Warte mal. Ach nee! Wenn du den Aki nochmal mit dem Blutgrätsche umsetzt im Training, dann kacke ich dir zu Hause auf den Teppich, steck da Salzstangen rein und sag deiner Ollen, dem Igel wohnt jetzt hier. Meine Fresse, ey, echt! So, geht's auf. Komm, aber Beeilung, ey. Mein Gudrun hat schon wieder Kartoffeln aufgesetzt. Und wenn ich mich nicht beeile, dann gibt's am Ende wieder Butterkin und ich bin in der Bredouille, ey. Krieg schon wieder schlechte Laune. Ja, kein Problem. Also Sie... Hör doch mal auf mit dem Sie, du doof, ey. Ich bin Uwe. Und du? Ich bin der Wilhelm. Aber meine Freunde nennen mich Willi. Wilhelm, ey. Wir sind nach dem Krieg geboren und dein Vater kam in Kreißsaal. Als er dich gesehen hat, hat er gesagt, Wilhelm muss an die Front. Komm, das war ein Späßchen, ein bisschen von der Lokalpresse. Ja, von der Westdeutschen Sportzeitung, der WSZ. An die Stefan Kreuzen! Ich mag ja das Lokal, ne? Aber Presse mag ich gar nicht. Ey. Also ich nehme dann mal auf. Ne? Sag mal, sind wir hier im Osten, ey? Hört hier jemand mit oder was? Nee, das ist nur für mich, damit ich den Artikel nachher besser schreiben kann. Also wir fangen an. WSZ, Westdeutsche Sportzeitung, heute mit... WSZ? Sag mal, hast du vor 2 Jahren den scheiß Artikel geschrieben über den TuS Erkenweiler in Derby, nee, oder was? Das war mein Kollege. Hör mal, der stand drinne, dass ich den Trainer von den Erken mit vollen Pilzkindosen beschmissen habe. Okay. Hör mal, wer so eine Scheiße schreibt, die Dosen waren leer. Dem ist wichtig. Und ich war voll. Immer, wenn du so eine Kacke schreibst, ne, dann hat dein Fettgen heute Kirmes. Dem sag ich klar, dir. Du, ich gebe mir auf jeden Fall Mühe bei deinem Porträt. Stefan! Was denn für ein Porträt? Wie vorher besprochen, ein persönliches Porträt. Nix da, Porträt. Kannst du mir mal gar nichts, ey. Wie 1983 mit meinem Gudrun in Prag, ey. Auf der Karlsbrücke. Da kam so ein Typ, ich zeichne so ein Porträt von dir. Weißt du, wie ich am Ende aussah? Wie Dietmar Beiersdorf an deinem Friseur, ey. Komm überhaupt nicht in die Tüte. Kannst du knicken, mach ich nicht so, du Scheiße. Uwe, ich will dich doch nicht zeichnen. Ich schreibe über dich ein Porträt. Hör mal, dann sag dem doch. Ich bin Klartext, Junge. Ja, Andi! Schneller! Wie beim Ficken! Alles klar. Wir fangen nochmal an. Also, Westdeutsche Sportzeitung. Heute mit dem Trainer des Kreisliga-Clubs Borussia Glück auf 07, Uwe Spellinghaus. Tag. Herr Spellinghaus. Uwe, ey. Wie oft dem noch? Uwe. Bist du mit der Vorbereitung deiner Mannschaft nach der Corona-Zeit zufrieden? Nein. Darf ich fragen, warum? Nein! Na, das fängt ja richtig super an. Hör mal, wenn du Kack-Fragen stellst, dann kriegst du auch Kack-Antworten. Okay. Neuer Versuch. Uwe, wie bist du zu Borussia Glück auf 07 gekommen? Ja, ganz einfach. Von der A2 runter, direkt in der Kettwiger Allee und immer geradeaus. Ja, das war ja dann wirklich der direkte Weg. Warum sollte es denn Borussia Glück auf 07 sein? Ja, dem war ein Gefallen für meine Oma. Boah, das finde ich jetzt aber, das finde ich aber schön. Ja, meine Oma war eine Trümmerfrau und ich trainiere eine Trümmertruppe. Sag mal, das gibt's doch ja alles hier! So, kommen wir jetzt mal zur Gründungsgeschichte von Borussia Glück auf 07. Ja klar, den kenne ich. Unser Motto, auf Asche geboren. Ey, jetzt guck dir die Kacke hier an mit dem Rasendorf. Andi, da vorne! So, 1907 gegründet, damals so eine Fusion, oder wie man das nennt, von Borussia Metalla Industrielle. Kennt man heute noch unter der Abkürzung BMI. BMI? Ja, sicher. Was denn? Also BMI steht für Body Mass Index. Nee. Ja doch, also der sagt, ob jetzt jemand ein bisschen zu viel auf dem Rippen hat. Hör mal, hast du mich gerade fett genannt, oder was? Nee, das war jetzt gar nicht so... Boah, jetzt lass langs, jetzt gibt's einen auf die 12, das sag ich dir! Es gibt eine Anzeige, habe ich keinen Bock drauf. Was für ein Assi, ey. Jetzt hier einfach ein ganz normales Interview machen, ey. Hatte ja überhaupt keinen Bock auf so eine Scheiße, ey. Wer bin ich denn überhaupt hier, ey? Wetter jetzt, Mann.